Wir kommen, wie eingangs bei der Tagesordnung festgelegt, zum inhaltlich dazu passenden Punkt 9.2, Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Hier ist mir signalisiert worden, dass noch mal gewünscht worden ist, eine kurze Einbringung. Da würde ich einmal Frau Dr. Kaufmann bitten. Anschließend liegen mir Änderungsanträge vor, die zunächst eingebracht werden könnten. SPD, Grüne, AfD, sofern gewünscht. Und dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde, die mit der SPD beginnt. Bitte schön, Frau Dr. Kaufmann. Ja, vielen Dank. In Vertretung der Beteiligungsverwaltung, die heute nicht anwesend ist, meinerseits eine ganz kurze Einführung in die Vorlage 1441, Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Die Ausgangslage, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind zwei Stadtratsbeschlüsse. Das ist der Ratsbeschluss vom August 2015, Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft. Hier sollte ein Variantenvergleich zwischen einzelnen Betriebsformen, GmbH und KKG und GmbH, vorgelegt werden, aber eben auch die Gründung eines Wohnungsbauunternehmens als Vorlage auf den Weg gebracht werden. Und der Stadtratsbeschluss vom Mai 2016, Wohnungsbau sofort beginnen, der mit dem Start von 800 Wohnungen den Einstieg in den kommunalen Wohnungsbau vorsieht und damit die Stadtverwaltung beauftragt hat. Die Ihnen heute zur Diskussion oder zur Abstimmung vorliegende Vorlage bringt beide Beschlüsse zusammen. Wie Herr Sittel bereits vorhin dargestellt hat, ist das ein verwaltungsintern abgestimmter, eine verwaltungsintern abgestimmte Vorlage, die eben genau zu dem Schluss gekommen ist, nach der Abwägung, die Ihnen auch vorliegt, die auch in den Gutachten dargestellt wurden, dass die Gesellschaftsformen der GmbH und KKG, die für die Neugründung eines kommunalen Wohnungsbauunternehmens geeignete Betriebsform ist. Einerseits fällt die Grunderwerbssteuer bei Einbringung eigener Grundstücke der Landeshauptstadt Dresden in die Gesellschaft nicht an. Das macht 3,5% des Verkehrswertes der einzubringenden Grundstücke aus. Des Weiteren ist keine Körperschaftssteuer zu entrichten, keine Kapitalertragssteuer zu entrichten. Und damit stellt es die finanziell bessere Lösung gegenüber der GmbH und KKG dar. Die Nachteile sind auch Ihnen in der Vorlage präsentiert worden. Es muss eine Prüfung durch die Finanzbehörde, eine sogenannte verbindliche Auskunft, erfolgen, sodass also der Gründungsprozess formal langfristiger erfolgen kann als bei einer GmbH. Das bedeutet aber auch, dass angezeigt wird seitens der Beteiligungsverwaltung, dass es günstig wäre, auch eine GmbH verbindlich prüfen zu lassen, um dann nicht 5 Jahre nach Gründung erfahren zu müssen, dass Steuern gezahlt werden müssen. Des Weiteren ist der Arbeitsaufwand möglicherweise durch den KG-Geschäftsführer, der seitens der Stadtverwaltung zu stellen ist, ein Vorteil dahingehend, dass eine sehr intensive Kooperationsbeziehung, Verwaltung, neu zu gründendes Unternehmen gegeben ist, kann aber gleichsam auch als Nachteil interpretiert werden. Hier bewegen wir uns auf Neuland, sodass also die bekanntere und übersichtlichere Struktur der GmbH dem entgegensteht als ein Vorteil. Die Gemeinsamkeiten sind die Steuerung und die Einflussnahme durch die Stadt. In beiden Fällen, GmbH wie auch GmbH und KKG, ist eine 100-prozentige Beteiligung durch die Stadt gegeben. Einerseits durch die Kommanditistenversammlung, die GmbH und KKG, beziehungsweise durch die Gesellschafterversammlung, die GmbH. Beide vertreten durch die Landeshauptstadt Dresden, durch den OB. Auch die Haftungsrisiken sind identisch. Auch die steuerrechtliche Behandlung ist identisch hinsichtlich Umsatzsteuer, hinsichtlich Gewerbesteuer und hinsichtlich Grunderwerbssteuerpflicht bei Ankauf von Grundstücken Dritter.
Aber wie gesagt, die GmbH und Co. KG hat sich bei dieser langen Abwägung durchgesetzt. Der Gesellschaftszweck gilt wie folgt. Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung, vorrangig für besondere Bedarfsgruppen. Die Gesellschaft hat in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Dresden verstärkt die am Markt benachteiligten Wohnungssuchenden mit angemessenen Wohnraum im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu versorgen. Die Gesellschaft erwirbt, errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Wohngebäude zu Mietzwecken auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Dresden. EU-beihilferechtliche Betreuung der Gesellschaft mit Aufgaben des sozialen Wohnungsbaus ist gegeben. Ganz kurz die Prämissen noch mal für Sie. Was den Wirtschaftsplan betrifft, es werden 12 Grundstücke in einer ersten Tranche eingelegt durch die Landeshauptstadt Dresden. Die Bareinlage in Höhe von 965.000 Euro erfolgt. Die ersten bis zu 800 Wohnungen werden mithilfe von Fördergeldern des Freistaates errichtet in den Jahren 2017 bis 2019. Hier plant die Stadt Dresden 34 Millionen Euro dem Wohnungsunternehmen zur Verfügung zu stellen, zur Errichtung von bis zu 800 Wohnungen. Für besondere Bedarfsgruppen, das habe ich bereits gesagt, hier kommen bis zu 65.000 Haushalte in der Stadt in den Genuss preisgünstiger Wohnungen. Das sind jene, die eben sich als einkommensschwächere Haushalte, Familienhaushalte und Menschen mit Behinderungen darstellen, die auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen sind. Das Wohnungsunternehmen wird mithilfe von Fördergeldern Mietpreise von 5,85 Euro erzielen können und damit sozusagen die Baukosten mithilfe von Fördergeldern werden minimiert. Die Belegungsbindung, auch das ist ein Thema in der Vorlage, die mindestens 15 Jahre beinhalten muss, gilt auch für andere Unternehmen, die Fördergelder in Anspruch nehmen wollen. Das bedeutet aber gleichsam auch, dass man 20 oder 30 Jahre die Bindung natürlich generieren kann. Wir befinden uns jetzt zum heutigen Zeitpunkt damit in einem ersten wichtigen Schritt des Gründens. Der Stadtratsbeschluss ist damit der Startschuss dafür, dass wir, sofern eine GmbH und Co. KG heute das Ziel ist, die Einholung einer verbindlichen Auskunft starten werden, damit die Rechtsaufsichtsbehörde kontaktiert wird und danach der formale Gründungsakt erfolgen wird. Wir rechnen damit, dass im Herbst 2017, sofern es eine GmbH und Co. KG geben sollte, das Wohnungsunternehmen formal gegründet wird. Bei einer GmbH fällt sozusagen die verbindliche Auskunft weg. Sie müssen noch über den Namen der Wohnungsbaugesellschaft entscheiden. Das ist auch noch ein wichtiger Schritt im Gründungsprozess und natürlich auch den Geschäftsführer des neu zu gründenden Wohnungsunternehmens bestimmen. Soweit erstmal meinerseits zur Einbringung der Vorlage 1441 in Vertretung des Kollegen Lahmes. Vielen Dank für die Vorstellung nochmal der wichtigsten Inhalte der Vorlage. Wir steigen jetzt ein. Zunächst können eingebracht werden die Änderungsanträge. SPD machen in der Debatte. Grüne, Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, liebe Menschen am Livestream. Wir sind heute nicht hier zusammengetreten, um die Wohnungsprobleme dieser Stadt zu lösen, sondern wir sind zusammengekommen, um endlich das notwendige Instrument, mit dem wir das Problem angehen wollen, heute zu gründen, den Beschluss einer Gründung zu fassen. Und innerhalb dieses Instruments kann man sich noch darüber verständigen, ob es die eine oder die andere Form besser ist. Aber wir sind verpflichtet, heute diesen Gründungsprozess
auf den Weg zu bringen. Und deshalb möchte ich noch mal eine Sache feststellen. Die Tatsache, dass es wieder sozialen Wohnungsbau in Dresden geben soll, dafür gibt es nur eine Elternschaft. Das ist diese Seite des Stadtrates. Ganz klar, Sie haben es stets abgelehnt, sieht man mal von Ihrem Herrn Ulbig ab. Sie sind von vornherein, selbst in den ersten Versuchen, diese Wohnungsbaugesellschaft zu gründen, praktisch mit der Abtreibungszange durch die Gegend gegangen. Und da darf ich mich in dem Zusammenhang dann auch an die Kolleginnen und Kollegen der SPD wenden. Ist es wirklich nicht ein Spiel mit dem Feuer, als Geburtshelfer diejenigen einzusetzen für eine Gesellschaftsform, die eigentlich abtreiben wollten? Ich darf Sie da noch mal ganz herzlich bitten, ob es politisch klug ist. Aber wenn ich schon im Bild bleibe, ich möchte auch von Schwangerschaftskomplikationen sprechen, die auch dazu geführt haben, dass es heute noch mal einen Änderungsantrag unsererseits gibt. Denn im Gegensatz zum Lob des Kollegen Scheubach muss ich feststellen, dass in dieser Frage die Verwaltung keine rühmliche Rolle gespielt hat. Keine rühmliche Rolle gespielt hat. Es hat sehr lange gedauert, bis Beschlüsse umgesetzt wurden. Nicht nur der Beschluss vom August 2015, sondern auch vom Mai letzten Jahres. Und was uns dann vorgelegt wurde als Vorlage, Mann oh Mann, abgesehen von der gründlichen Vorarbeit von Luther in dem Gutachten, die auch teuer genug war, hätte ich mir mehr erwünscht. Wenn ich eine Wohnungsbaugesellschaft, die in den nächsten 20, 30, 40, 50, 60 Jahren Wohnungen hier erstellen soll, dann erwarte ich auch zum Beispiel einen soliden Finanzplan. Einen Finanzplan, der auch Auskunft darüber gibt, wie ich Wohnungen bauen will, wenn vielleicht ein Landesprogramm, das jetzt gerade mal avisiert ist, nicht mehr weitergeht. Ich erwarte Antworten darauf, wie ich denn, mit welcher Perspektive ich diese Gesellschaft gründe. Stattdessen wurde uns ein Wirtschaftsplan, der wurde auch tatsächlich als solcher bezeichnet, datiert bis zum Jahre 2035 vorgelegt, der mit Annahmen arbeitet. Entsprechende Rückfragen im Ausschuss wurden doch so beantwortet. Das ist kein Wirtschaftsplan, das ist eine Modellrechnung. Im Grunde genommen gibt es nur zwei Prämissen, die der Gründung dieser Wohnungsbaugesellschaft in der Vorlage der Verwaltung zugrunde liegen. A, wir bauen 800 Wohnungen, solange eben das Landesprogramm reicht. Und ansonsten im Grunde genommen wissen wir nicht so ganz genau, wie es weitergeht. Und da sage ich mal ganz klar, diese Vorlagen waren nicht so zustimmungsfähig. Und deshalb haben wir uns so intensiv in der Ausschussarbeit auseinandergesetzt. Deshalb haben wir intensiv Fragen gestellt, die zum Beispiel auch die Wohnungsbaurechtsform betreffen. Denn, Herr Kollege Sittel hat das vorhin schon bei der Beantwortung der Anfrage vom Kollegen Kiesling erwähnt, das, was als Vorteil formuliert wurde, dass nämlich eine GmbH und Co. KG besonders intensive Steuerungsmöglichkeiten der Verwaltung zulassen, das kann man auch als Nachteil ansehen. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass sich diese Verwaltung bisher nicht unbedingt mit einem ambitionierten Verhalten, was die Wohnungsbaupolitik angeht, mit Ruhm bekleckert hat. Ich denke, es ist Aufgabe der Verwaltung des Stadtrates, Rahmenbedingungen festzulegen, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, soziale Rahmenbedingungen, aber dann tunlichst diese Wohnungsbaugesellschaft auch machen zu lassen und sich am Wohnungsmarkt zu orientieren. Und ich möchte nicht, und das ist einer der Gründe auch dieses Änderungsantrages, dass wir im Grunde genommen ohne Kontrolle des Stadtrates der Oberbürgermeister eigentlich, wenn man so will, als Co-Geschäftsführer diese Gesellschaft führen kann. Diese Bedenken hat auch die SPD formuliert. Die Antwort darauf kann aber nicht sein, zu einem solchen späten Zeitpunkt eine Gesellschaftsänderung vorzuschlagen, sondern die Antwort kann nur sein, Mechanismen zu finden. Und dies haben wir in dem Änderungsantrag getan, wie wir das verhindern können. Nämlich, indem wir in die Gesellschafterverträge hineinschreiben, welche Aufgaben auch der Stadtrat hat, zum Beispiel auch bei der Benennung und Berufung der Geschäftsführung. Uns war es ebenfalls wichtig, dass die Besonderheit, die in der Gesellschaftsform der GmbH und Co. KG liegt, da ist es nämlich einfach, ist, Gewinn zu entgehen, seitens des Formalisten, dies auszuschließen. Deshalb würden wir den Gesellschaftsvertrag verankern.
Ich habe schon vor einer Weile gesagt, kommen Sie bitte zum Schluss, da die Zeit abgelaufen war. Und ein hilfreiches Instrument ist dabei immer, wenn Sie dann irgendwie gar nicht reagieren wollen auf mich, den Automatismus des zu bedienen. Nee, wir sind sowieso noch in der Bitte. Wir waren jetzt beim Änderungsantrag gewesen. Und deswegen ist die nächste Frage, ob der Änderungsergänzungsantrag von AfD eingebracht werden soll. Dann bitte schön, Herr Obern. Ja, deswegen sage ich ja dann irgendwann, wenn sie vorbei sind. Und da lasst noch ein bisschen gut zu. Also, Herr Obern, bitte. Mach's von hier aus. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, die AfD-Fraktion wird die WOBA als Tagesordnungspunkt heute ablehnen, da wir aber davon ausgehen müssen, dass die WOBA in der einen oder anderen Gesellschaftsform doch beschlossen wird, möchten wir unsere Bedenken hinsichtlich der Kostenrisiken mit einem Ergänzungsantrag noch in die Beschlussvorlage einbringen. Und zwar ist unser Vorschlag der Bericht des Ausschusses Finanzen und Liegenschaften zur Vorlage V1441-16 vom 27. Februar 2017 wird im folgenden Punkt ergänzt. Punkt 13. Es ist sicherzustellen, dass die Gesamtinvestition ins städtische Wohnungswesen WOBA bezogen auf den Quadratmeter Wohnraum gedeckelt wird. Im Hinblick auf eine bezahlbare Miethöhe ist hier sicherzustellen, dass eine maximale Miethöhe von 5,50 Euro bis 6,50 Euro je Quadratmeter nicht überschritten wird. Begründet ist das damit, Wohnungsneubauinvestitionen erfordern in einer Standardausführung regelmäßig einen Rahmen von ca. 2.000 bis 2.500 Euro pro Quadratmeter. Das Wunschkonzert bestimmter Zusatzausstattungen lässt diesen Rahmen aber schnell wieder ansteigen, damit auch eine städtische WOBA für Dresden nicht zu einem Milliardengrab wird, muss vor dem Hintergrund einer bezahlbaren Miete je Quadratmeter die Gesamtinvestition je Quadratmeter Wohnraum ebenfalls nach oben gedeckelt werden. Der städtische Wohnungsbau darf den Wettbewerb auf dem Wohnungsmarkt zudem nicht durch übermäßige Quersubventionen unterlaufen. Soweit die Einbringung auch dieses Ergänzungsantrages und damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Wie ich gesagt habe, beginnt SPD-Fraktion, Herr Avenarius. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kollege Schmählich, wir haben einen Änderungsvorschlag gemacht. Und wir spielen nicht mit dem Feuer. Wir haben einen Änderungsvorschlag gemacht, der Ergebnis einer intensiven internen Beratung war, aber auch einer internen Beratung, die wir nach außen in den Zusammenhängen, in denen wir mit anderen zusammengearbeitet haben, immer deutlich gemacht haben. Deswegen ist es nicht richtig, dass wir jetzt plötzlich wie Kai aus der Kiste gekommen wären. Wir haben zwei entscheidende Sachargumente, die uns dazu bewogen haben, diesen Änderungsvorschlag zu machen. Das eine ist auch schon angeklungen in der Einbringung durch Frau Dr. Kaufmann. Die GmbH und Co. KG schafft uns ein sehr wenig flexibles Unternehmen, ein Unternehmen, was einer zweiten Geschäftsführung durch die Verwaltung, durch jemand von der Verwaltung Beauftragten bedarf. Ein Verwaltungsmensch, der neben seinen ursprünglichen Aufgaben, die er ja erfüllen muss, auch noch ein neu gegründetes Unternehmen mit an den Markt bringen muss. Das ist eine Aufgabe, die wird durch dieses Konstrukt erschwert, viel mehr erschwert, als wenn man die GmbH hätte, die wesentlich flexibler ist. Und das Zweite ist, dass wir versucht haben, möglichst langfristig zu denken. Ich sage es nochmal an dieser Stelle, wir gründen kein Unternehmen bis 2020. Wir gründen ein Unternehmen, was Jahrzehnte, ja möglicherweise ein Jahrhundert halten soll.
Meine Idealvorstellung ist, dass das Unternehmen richtig aufblüht, wenn ich es schon lange nicht mehr erleben kann. So sollte es sein. Wir schaffen etwas Bleibendes für diese Stadt. Und steuerlich ist die GmbH dafür wesentlich geeigneter. Weil steuerlich ist es so, dass es begünstigt wird, Gewinne zu reinvestieren. Und es ist steuerlich erschwert wird, Gewinne aus dem Unternehmen rauszunehmen. Während die GmbH und Co. KG von Böswilligen, und solche gibt es vielleicht auch in Verwaltung und Stadtrat, regelrecht ausgeblutet werden kann. Das heißt, dann hat man tatsächlich ein Unternehmen, was vielleicht schon 2020 zumachen muss. Das waren die beiden Sachargumente, die uns dazu bewogen haben, ein leistungsstarkes Unternehmen vorzuschlagen in der Rechtsform einer GmbH, ein dauerhaftes, nachhaltiges Unternehmen. Wenn wir den Stadtrat davon nicht überzeugen können, dann werden wir selbstverständlich für die zweitbeste Lösung eines Wohnungsunternehmens stimmen. Wir haben nicht dafür gekämpft, dass wir endlich diese Wohnungsgesellschaft, die, das ist ja völlig richtig, von der anderen Seite des Saales komplett verweigert wird, dass diese Wohnungsgesellschaft endlich gegründet werden kann, um uns dann schmollend in die Ecke zurückzuziehen und sagen, na, wir haben die anderen jetzt nicht von unserer Rechtsform überzeugen können, deswegen sagen wir ganz nein. Und jetzt komme ich nochmal zum Kollegen Schmählich. Es ist völlig richtig, ein Geburtshelfer, der sich in den Kreissaal mit einer Abtreibungszange schleicht, das ist in der Tat kein vertrauenswürdiger Gesell. Da haben Sie vollkommen recht. Aber ich weiß nicht, was man von dem Geburtshelfer halten soll, der vor dem Kreissaal stehen bleibt und hört, dass die Gebärende ihn braucht und sagt, nee, weil da der Geburtshelfer auch rumschwirrt und möglicherweise Schaden anrichtet, bleibe ich vor der Tür. Das ist nicht Verantwortung wahrzunehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner für die FDP Freie Bürgerfraktion, Herr Zastrow. Dann Herr Professor Gebel. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei dem Thema WOBA, über das wir heute sprechen, reden wir über ein Wohnungsbauprojekt, wo für 1.900 Euro pro Quadratmeter gebaut werden soll, bei angepeilten Kaltmieten von 5,85 Euro. Wir reden auch gleichzeitig davon, dass wir im ersten Schritt 800 Wohnungen, dass die gebaut werden sollten. Gleichzeitig wissen wir aber heute schon, dass eigentlich mit den Grundstücken, die jetzt zur Verfügung gestellt wurden, nur 500 Wohnungen auf diesen Grundstücken entstehen könnten. Und wir wissen auch, dass die gleichen Leute, die aktuell das Kostendesaster bei Kuldi und beim Kraftwerk Mitte verursacht haben, dass diese gleichen Leute diese Wohnung planen sollen. Wenn wir also einfach mal davon ausgehen, dass wir wie bei der Kostenexplosion, die wir aktuell sehen beim Kulturpalast, nehmen wir mal die 25% beispielsweise und gehen wir mal davon aus, sie setzen wirklich das um, was sie hier androhen, dass sie quasi bis 2025 8.000 Wohnungen bauen wollen für ca. 1,1 Milliarden, nehmen wir da mal 25%, dann sind wir schnell schon mal bei weit über 250 Millionen, die dann drohen als weitere Kosten. Wer bezahlt das Ganze? Und wie ist auch das Ganze zu sehen, wie realistisch ist das Ganze? Wenn wir aktuell die Genossenschaften sehen, die ja durchaus wissen, was sie tun, die Genossenschaften, die allein jetzt zwischen 2016 und 2020 1.000 Wohnungen in Dresden planen, dass diese Genossenschaften heute schon sagen, unter 2.000 Euro wird kein vernünftiges Bauen möglich sein. Und diese Genossenschaften gehen eben auch davon aus, dass Kaltmieten eben höher sein werden, dass diese Kaltmieten über 9 Euro definitiv liegen werden. Dann ist schon die Frage, wie realistisch ist es, für 1.900 Euro zu bauen, gleichzeitig eben auch Kaltmieten dann nur für 5,85 Euro anzusetzen. Und wenn ich dann gerade richtig gehört habe beim Herrn Avenarius, Sie wollen ein Unternehmen aufbauen, was 100 Jahre halten soll,
Ein Unternehmen, das 100 Jahre halten soll, es gibt wenige davon in Deutschland, sehr wenige. Das muss ein Unternehmen, das entsprechend halten soll, muss natürlich erfolgreich sein, muss Gewinne erwirtschaften. Sie haben auch gesagt, Gewinne. Ich kann bei diesen Summen hier keine Gewinne erkennen. Der Einwurf von der linken Seite gerade, ich stehe dazu. Als Unternehmer geht auch mein Unternehmen schief. Das ist aber das, was Sie nie lernen werden, weil Sie es nie versucht haben und was Sie nie bringen werden. Im öffentlichen Dienst angestellt sein, aber eigene Unternehmen nie selbst aufgebaut haben. Und kommen wir noch mal wieder zum Thema zurück. Auch vorhin wurde gesagt, noch mal vom Herrn Löser am Anfang, die Investoren hätten in Dresden nur gebaut, um Rendite zu erzielen. Na klar, Mensch, das ist Marktwirtschaft. Und deswegen, weil es Marktwirtschaft ist und weil wir als FDP Freie Bürger davon ausgehen, dass diese WOBA so nicht funktionieren wird, dass es einen Millionengrab für die Stadt wird, dass die Schuldenfreiheit der Stadt entsprechend hier nicht mehr gewährleistet ist, werden wir diesem Antrag auch nicht zustimmen. Dankeschön. Vielen Dank. AfD-Fraktion, Herr Urban. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Bürgerinnen und Bürger. Die Vorlage zu einer neuen WOBA in Dresden, die heute beschlossen werden soll, bestätigt all die berechtigte Kritik, die in den letzten Monaten an diesem linken Wahlkampfgeschenk geübt wurde. Die wesentlichen Kritikpunkte früherer Debatten lassen sich kurz zusammenfassen. Die Privatwirtschaft baut effektiver, die Finanzierung der WOBA ist mitnichten sichergestellt, die politischen Vorgaben von Rot-Rot-Grün sind völlig utopisch. Eine preismindernde Wirkung auf den Dresdner Wohnungsmarkt wird die WOBA nicht entfalten. Schauen wir in die uns vorliegende Beschlussvorlage genauer hinein. Ihre übertriebene Horrorvision von Miethaien und Wohnungsnotstand, die Hauptbegründung für diese ganze WOBA-Schose, ist schlichtweg falsch. Die Wohnungssituation in Dresden ist in keinster Weise mit den angespannten Märkten in München oder Hamburg zu vergleichen. Der Leerstand hat sich zwar verringert, gleichzeitig reagiert die Wohnungswirtschaft darauf durch kontinuierlich ansteigenden Neubau. Hier könnte Dresden schon deutlich weiter sein, wenn Rot-Rot-Grün nicht immer wieder große Bauvorhaben verzögern oder verhindern würde. Festzustellen ist jedoch ein deutlicher Rückgang im preisgünstigen Wohnungsangebot. Doch die Ursachen hierfür liegen eben nicht bei den bösen oder geldgeilen Privatinvestoren, sondern in erster Linie an den deutlich gestiegenen Neubaupreisen aufgrund diverser gesetzlicher Vorgaben, an denen auch Rot-Rot-Grün tatkräftig beteiligt war. Kaltmieten von 4,50 Euro pro Quadratmeter sind mit diesen Vorgaben einfach nicht mehr zu realisieren. Dazu müsste man noch auf die Inflationspolitik der EZB, auf die Niedrigzinspolitik der EZB oder auch auf die seit Jahren stagnierenden Reallöhne eingehen. Das würde aber hier zu weit führen. All diese Gründe sind aber allemal stichhaltiger als Ihr Gerede über Miethaie. Von 8.000 Wohnungen haben die Linken in diesem Haus einmal geträumt. 800 Wohnungen benennt die Vorlage als Ziel, von denen, es wurde schon gesagt, nur 500 derzeit nach den Planungen der Stesat auf den einzulegenden Grundstücken entstehen können. Ich zitiere, insgesamt ist festzustellen, dass nur ein geringer Teil der städtischen Liegenschaften für den sozialen Wohnungsbau geeignet ist. So heißt es in der Vorlage. Noch einmal, von Ihren Zielvorgaben sind wir meilenweit entfernt. Wie es mit Ihrem ambitionierten Projekt nach der Gründung weitergehen soll, wie Grundstücke gefunden und die Finanzierung sichergestellt werden soll, steht in den Sternen. Fördermittel des Freistaates, zurzeit unklar. Fördermittel nach 2019, wenn der Bund als Mittelgeber ausfällt, völlig unklar. Das Ziel, durch die WOBA Einfluss auf die Mietpreisentwicklung zu nehmen, wird niemals aufgehen. Nicht mit 8.000 Wohnungen und schon gar nicht mit 800 Wohnungen. Nötig wären dafür, so rechnet beispielsweise Haus und Grund e.V., mindestens 20% des gesamten Wohnungsbestandes. Zudem ist der notwendige Personal- und Sachkostenanteil einer WOBA im Vergleich zu kleineren privaten Vermietern deutlich höher anzusetzen, was wiederum die Kosten des Wohnens in die Höhe treiben wird. Die sächsische Gemeindeordnung steckt eigentlich für die Gründung von solchen Vorhaben wie die WOBA enge Grenzen. Ihre Vorlage umgeht diese Grenzen sehr kreativ. Ich zitiere, mit der Errichtung der kommunalen Wohnungsgesellschaft soll eine dauerhafte Versorgung von besonderen Bedarfsgruppen mit Wohnungen zu angemessenen Bedingungen sichergestellt werden. Dieser Zweck
kann nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt werden. Bei Privaten könnten vielmehr deren Einzelinteressen, zum Beispiel Gewinnmaximierung oder Unternehmensentwicklung, dominieren. Zitat Ende. Das klingt wie ein Loblied auf die sozialistische Planwirtschaft. Jeder, der die DDR erlebt hat, sollte es eigentlich besser wissen. Die WOBA-Gründung ist eine gravierende Fehlentscheidung und sie wird horrende Lasten für die Dresdner Bürger mit sich bringen. Wer in Dresden auch weiterhin solide Haushalts- und solide Wohnungspolitik will, der muss heute Nein sagen. Deshalb stimmt die AfD-Fraktion ganz entschieden gegen diese rot-rot-grüne Vorlage. In der Fraktionsrunde CDU-Fraktion, Herr Flemming. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, was haben wir in der Aktuellen Stunde gelernt, die wir gerade hatten? Die Mieten in Dresden steigen. Im Bereich der Bestandsmieten ist das einigermaßen moderat. Die Kommunale Bürgerumfrage hat ergeben, dass zwischen 2010 und 2015 im Durchschnitt die Mieten 2,5% bei den Bestandsmieten im Jahr gestiegen sind. Das entspricht in etwa den Steigerungen der Einkommen. Aber anders sieht es natürlich aus bei Neubauten und bei Neuvermietungen. Da sehen wir einen stärkeren Anstieg. Der Leerstand sinkt, haben wir auch gehört. Und deshalb ist eine Reaktion darauf durchaus angeraten. Es kommt nur darauf an, wie sie ausfällt. So, wir haben uns von der Stadtverwaltung ein Wohnkonzept vorlegen lassen. Das kam verzögert, aber es ist qualitativ ausgesprochen gut. Es ist ein Instrumentenkasten mit sehr, sehr vielen wohnungspolitischen Instrumenten, die man benutzen kann. Auch der Freistaat hat reagiert, er hat eine Förderrichtlinie veröffentlicht und stellt sehr viele Millionen zur Verfügung für den sozialen Wohnungsbau. So, und was passiert jetzt hier bei uns in Dresden? Da will ich auch noch mal auf das Thema Wahlversprechen kommen. Herr Löser hat uns an das Wahlversprechen unseres Oberbürgermeisterkandidaten erinnert, ein Unternehmen mit 5.000 Wohnungen zu schaffen. Ja, nun ist es aber so, dass leider unser Oberbürgermeisterkandidat nicht zum Zuge gekommen ist. Dann hätte er nämlich gezeigt, dass erstens dies nur ein Baustein gewesen wäre und sicherlich nicht der bedeutendste in der Wohnungspolitik und dass wir dieses Unternehmen auch ganz anders aufgezogen hätten, als Sie das getan haben. So, und jetzt kommen wir zu Ihren Wahlversprechen. Ich erinnere mich da gut an die Zeit der Kommunalwahl, da hieß es bezahlbares Wohnen für alle. So, und genau daran würde ich Sie jetzt gern erinnern, denn was sehen wir denn seit 2 Jahren hier? Wir sehen Wohnungspolitik mit einem absoluten Tunnelblick. Eine Wohnungspolitik, die sich ausschließlich auf die Schaffung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft fokussiert. Und da haben Sie ja recht, Herr Avinarius. Das kann es allein nicht sein. Sie haben es vorhin erwähnt. Wohnungspolitik kann nicht nur die Schaffung eines kommunalen Wohnungsunternehmens sein. Ja, aber genau das passiert ja gerade ausschließlich. Ich erlebe in der Wohnungspolitik von Ihrer Seite keine anderen Initiativen. Und für wen ist denn das? Das ist Klientelpolitik reinsten Wassers. 20% der Dresdner Bevölkerung hat Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Und nur und ausschließlich diese Bevölkerung wird in den Genuss kommen können, diesen sozial geförderten Wohnraum in der neuen Wohnungsgesellschaft nutzen zu können. So, ja, was machen wir denn mit den anderen? Nun sagen wir mal 20-30%, die sind da vielleicht auch nicht drauf angewiesen, die haben ausreichend Einkommen, um sich höhere Mieten leisten zu können. Was machen wir mit den 50% dazwischen? Was machen wir mit dem Schlosser und der Krankenschwester? Die mehr verdienen als das, Sie einen Wohnberechtigungsschein bekommen können, die aber auch auf moderate Mieten angewiesen sind. Da erlebe ich hier von Ihrer Seite keine Antworten. Sozialer Wohnungsbau ist nicht gleich einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. Sie saugen mit einem Staubsaugerprinzip jegliche Ressourcen ein, die verfügbar sind, Millionen an Barmitteln. Alle Fördermittel sollen in dieser neuen Wohnungsbaugesellschaft versenkt werden. Alle Grundstücke, die verfügbar werden, werden dort reingesaugt. Die Bindung der Fachverantwortlichen in der Stadtverwaltung, ja, die haben mit nichts mehr anderem zu tun, als mit der Gründung dieser Wohnungsgesellschaft.
Und was das für Genossenschaften bedeutet und für wegfallende Konzeptausschreibungen, das haben wir hier auch schon gehört. Alle Mittel werden in der Wohnbau versenkt. Ja, wie sollen denn private Investoren, Bauherren, Institutionelle, wie sollen denn die überhaupt eine Chance haben, für den sozialen Wohnungsbau sich daran zu beteiligen, wenn alle Fördermittel in diese WOBA hineingesaugt werden? Denn auch die können das nicht zum Nulltarif und die können das auch nicht aus ihrem Gewinn realisieren, den sozialen Wohnungsbau. Die brauchen da auch diese Förderung. Also maximale Ressourcenbindung mit vorhersehbar minimalem Ergebnis. Und ich will daran erinnern, die 50 Millionen, die Sie im Moment für die neue Wohnungsbaugesellschaft vorgesehen haben, da frage ich mal, wie viele Schultoiletten, wie viele Sportplätze, wie viele Nebenstraßen und Gehwege könnten wir damit sanieren? Sie setzen alles auf einen Player, und zwar einen kommunalen. Aber, und das hörten wir auch schon heute, ein städtisches Unternehmen arbeitet in der Regel nicht wirtschaftlicher als ein Unternehmen am Markt. Ich will da bloß als warnendes Beispiel den Kulturpalast nennen. Und wenn man meint, die Gewinne, die da machen, die können wir abschöpfen und das können wir für den Wohnungsbau verwenden, die 2-3%, die im Moment durch Bauunternehmen oder durch Immobilienunternehmen erwirtschaftet werden, die gehen doch schon in so einem Unternehmen wie einer Wohnungsbaugesellschaft zwischen den Zahnrädern der Ineffizienz, des Verwaltungsdenkens und des reduzierten Kostenbewusstseins unter. So, und all diese Argumente haben wir offensichtlich auch zumindest den Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau und den Ausschuss für Soziales und Wohnen bewegt, dieser Vorlage nicht zuzustimmen. So, wir werden es auch nicht. Und ich sage, besinnen Sie sich auf das, was Sie den Bürgern versprochen haben. Verpulvern Sie nicht die Millionen in einem völlig eindimensionalen Lustschloss WOBA mit minimalster Wirkung. Die Bürger dieser Stadt haben bessere Lösungen verdient. Das Wohnkonzept der Stadt bietet dafür ausreichend Handlungsoptionen. So, und am Ende möchte ich noch punktweise Abstimmung für den Änderungsantrag der SPD beantragen und auch noch mal eine vor den Abstimmungen eine 3- bis 5-minütige Auszeit, das wird reichen, weil wir mit dem heute vorgelegten Änderungsantrag der Grünen uns noch nicht abstimmen konnten, wie wir damit umgehen. Danke. Vielen Dank. Fraktion Die Linke. Herr Mattis. Herr erster Bürgermeister, hochgeschätzter Herr Kollege Flemming, ich muss Sie leider berichtigen, wenn Sie sagen, Ihr Oberbürgermeister, Ihr theoretischer Oberbürgermeister Markus Ulbisch hätte das ganz anders aufgezogen. Ich habe noch mal nachgeschlagen in einer meiner beiden Dresden Lieblingszeitungen in der SZ vom 20.03.2015, noch keine 2 Jahre her. Ulbisch, mein Konzept ist bereits komplett untersetzt. Ich habe immer gesagt, die Stadt muss ihre Grundstücke einbringen, um günstig Wohnungen bauen zu können. Jetzt ist das Konzept gereift. Der Markt kann günstige Mieten nicht alleine regeln. Wenn man das Bauen den Privaten überlässt, gibt es nur teure Wohnungen. Eine aktive Einflussnahme der Stadt ist sinnvoll und notwendig. Und so Ulbisch Trevo steht für die Dresdner Wohn GmbH und Co. KG. Funktionieren. Die TWD, Trewag und Verkehrsbetriebe sollen stillgelegte Anlageflächen bereitstellen, statt sie zu verkaufen. Die Stadttochter Stesatz soll ihre Wohnungen und Grundstücke in die Trewo einbringen und die Stadt selbst ihre nicht benötigten Grundstücke. Das macht eine Sachanlage von 50 Millionen Euro. Dazu soll das Rathaus 190 Millionen Euro als Gesellschafterdarlehen dazugeben. Das sei das ganze Geld, das die Stadt für die geplanten Projekte vor sich herschiebt, sogenannte Ausgabereste. Um die benötigten 650 Millionen zu kommen, brauche die Trevo dann noch einen Kredit von 410 Millionen Euro. Fertig ist das Paket, mit dem innerhalb von 5 bis 10 Jahren 5.000 Wohnungen gebaut werden, im unteren Preissegment. Das also waren die Aussagen von Herrn Ulbisch. Und in der Tat erstaunlich sozusagen diese Sinnwandlung, aber die
CDU ist ja eine sehr moralische Partei und deshalb komme ich jetzt auch auf meine zweite Lieblingszeitung, die Dresdner DNN, und zwar die vom heutigen Tage. Dort macht sich nämlich der geschätzte Kollege Krüger Sorgen um eine moralische Frage. Die GmbH und Co. KG wird uns als Steuersparmodell verkauft. Aber wenn alle städtischen Unternehmen sich die Steuern schenken, dann würde keine Straßenbahn mehr durch Dresden fahren. Wir sind auf die Steuereinnahmen angewiesen und sollten uns nicht als die großen Steuervermeider aufführen. Ich springe jetzt wieder 2 Jahre zurück zu Kollegen Ulbisch. Wohnungen über die bereits vorhandenen Stehsätze bauen, wie zunächst angedacht, sei nicht der richtige Weg. Die müssten im Gegensatz zu einer neuen Gesellschaft Grunderwerbssteuer zahlen, wenn die Grundstücke von der Stadt erhält. Herr Krüger, hören Sie auf Ihren Kollegen Ulbisch in der CDU. Ich erkläre Ihnen den Unterschied. Wenn Sie oder ich Steuern vermeiden und irgendwas von der Steuer absetzen, dann fehlt das Geld tatsächlich anschließend der öffentlichen Hand. Deshalb machen wir beide das ja auch nicht, sondern zahlen maximal Steuern. Wenn hingegen die Stadt das macht, fehlt der öffentlichen Hand kein einziger Cent, weil es nämlich nur von öffentlicher Hand an öffentliche Hand geht. Der einzige Unterschied ist dann, das Geld ist in Dresden, statt auf anderen Ebenen der öffentlichen Hand sich zu befinden. Und wir können es nutzen. Das ist der entscheidende Unterschied. Und den sollten Sie bedenken. Und dann hat uns ja Herr Krüger heute noch was mitgeteilt zu dem Thema. Er hat gesagt, ja, wenn die WOBA eine GmbH und Co. KG wählt, dann hat die Politik den direkten Durchgriff. Dann werden Posten in der WOBA politisch besetzt. Das hätte Herr Ulbisch nie gemacht. Dann könnte die Linke dort verdiente Genossen unterbringen. Sollte die Gesellschaft Gewinne erzielen, könnten die Linken das Geld für die Finanzierung ihrer Klientelpolitik aus der Unternehmen herausziehen. Deshalb sind wir eine GmbH. Wir wollen die giftige Suppe verdünnen. Ich würde es umgedreht sagen, Sie wollen da was vergiften. Ich glaube, Sie würden heute auch am Eigenbetrieb zustimmen oder einer Aktiengesellschaft. Alles nur, damit Sie den ganzen Prozess heute noch mal aufhalten können und um weitere Monate verschieben. Und in einem Punkt, da denke ich, irrt leider der Kollege Ulbisch. Er schrieb damals, innerhalb weniger Wochen könne eine solche Gesellschaft gegründet werden. Wenn der Stadtrat dafür stimme, seine Überlegungen werden aber zumindest von seiner Partei, der CDU, mitgetragen. Das ist leider nicht der Fall. Wenn die CDU die OB-Wahl nicht knapp verloren hätte, dann würde sie jetzt vielleicht eine verantwortungsvolle Wohnungspolitik mit ihrem Oberbürgermeister gemeinsam machen. Da sie sie aber verloren hat, macht sie reine Destruktionspolitik, um hier in der Stadt möglichst viel Schaden anzurichten. Das ist erbärmlich. Ich denke, wir sollten uns auf solche Spiele nicht einlassen und heute die Gesellschaft gründen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Mattis. Sie haben mich wirklich überrascht, weil früher hat man als linker Lenin zitiert, vielleicht notfalls mal Ulbricht, aber heute hauptsächlich Ulbisch. Das ist doch eine gesellschaftliche Entwicklung. Also ich denke, das müssen wir noch in Ruhe mal reflektieren. Ich würde in der Fraktionsrunde weitermachen. Bündnis 90 Die Grünen. Bis 2 Meldungen. Frau Filius-Jene gegebenenfalls, beziehungsweise Herr Lichti hat sich auch gemeldet. Herr Lichti, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich muss noch mal auf diesen wirklich unseligen Änderungsantrag der SPD zu sprechen kommen. Wie viele, die die Debatte aufmerksam verfolgt haben, sicher mitbekommen haben, hat auch meine Fraktion zeitweise das Modell der GmbH durchaus ernsthaft erwogen. Mein Fraktionsvorsitzender, Herr Löser, hat es sogar der Öffentlichkeit mitgeteilt. Nur wir haben etwas gemacht, was ich jedenfalls von außen gesehen nicht erkennen kann, dass die SPD gemacht hat. Und das macht mich mehr als misstrauisch. Es war im Januar 2000 diesen Jahres, als die Linke diese Sondersitzung durchgesetzt hat, als wir uns diesen Schnellschuss verweigert haben. Wir haben uns diesen Schnellschuss nicht deshalb verweigert, weil wir die WOBA etwa nicht gründen wollten, sondern weil wir durchaus noch klärungsbedürftige Fragen hatten. Und wir haben diese Fragen geklärt.
Es war der Kollege Schmählich, der einen ausführlichen Fragenkatalog noch einmal an die Stadtverwaltung gerichtet hat, der dann Anfang Februar seitens der Stadtverwaltung beantwortet wurde. Und ich habe auch diese Antwort sehr genau studiert, ich habe die Unterlagen studiert, ich habe mir es schwer gemacht mit der Entscheidung. Wir haben intern diskutiert, wir haben auch vor einer Woche nochmal mit Frau Möckel darüber diskutiert und ich bin dann nach reiflicher Überlegung, wie meine Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion auch, zu der Überzeugung gelangt, dass die GmbH und Co. KG, wie vom Oberbürgermeister vorgeschlagen, die beste Lösung ist. Und was? Das ist nicht die einzige Wahrheit, Herr Bösel. Nur der Unterschied zu Ihnen, zu den Mitgliedern Ihrer Fraktion ist, dass Sie diese Möglichkeiten im Finanzausschuss, dass Sie die Möglichkeiten, nochmal das Gespräch mit der Verwaltung zu suchen, nicht genutzt haben. Ich war in den letzten Finanzausschusssitzungen dabei und ich habe es nicht mitbekommen. Und das ist einfach der Punkt, wo ich misstrauisch werde und mich frage, was soll das? Ich, das ist mein persönlicher Eindruck, muss Ihnen ganz offen sagen, ich kann in diesem Vorstoß nicht mehr den Versuch erkennen, die WOBA, die neue WOBA, auf eine möglichst solide Grundlage zu stellen, sondern ich fürchte, da stehen andere Dinge dahinter. Jetzt aber zu den Argumenten, warum die GmbH denn angeblich besser wäre. Es sind zwei Argumente auch hier von Herrn Avenarius genannt worden. Einmal die Steuerung durch die Staatserleichter und zum Zweiten, wichtiges Argument, es sei leichter, aus der GmbH und Co. KG Gewinne zu entnehmen. Genau deswegen bin ich hier nochmal vorgekommen, weil genau diese Punkte wir in unserem Änderungsantrag, den wir heute vorlegen, beheben, weil wir genau diese Probleme mit unserem Ergänzungsantrag mit Änderung im Gesellschaftsvertrag, weil wir genau diese Probleme lösen. Und ich bitte Sie doch einfach, das mal zur Kenntnis zu nehmen, dass wir nach einem wirklichen Diskussionsprozess, der alles abgewogen hat, tatsächlich zu dem Ergebnis kommen, GmbH und Co. KG, mit den Änderungen, die wir Ihnen vorschlagen. Ich will Sie einfach nochmal darauf hinweisen, in dem Paragraph 2 des Kommanditgesellschaftsvertrages sichern wir die soziale, dauerhafte Zweckbindung für den sozialen Wohnungsbau. Wir fordern, dass die Gesellschaft nach einem sozialen Mietenkonzept, das wir noch verabschieden müssen, handelt. Wir sagen ausdrücklich, weil es auch zweifelhaft war, die GmbH und Co. KG soll auch Grundstücke erwerben, verkaufen, belasten und so weiter können. Und wir wollen ausdrücklich, und wir schreiben es deswegen auch in den Gesellschaftsvertrag rein, dass wir über die 15-jährige Bindung, die der Freistaat uns auferlegt, weiterhin diese Bindung aufrechterhalten wollen. Das ist für uns ein ganz zentraler Punkt, um dieser neuen WOBA zuzustimmen. Nun ist die Frage der Steuerung durch die Stadt schon angesprochen worden. Frau Dr. Kaufmann hat darauf hingewiesen. Es ist so, dass die Gesellschafterversammlung hier vom OB gestellt oder ausgefüllt wird. Wir wollen aber auch ausdrücklich, dass beispielsweise die Bestellung eines Geschäftsführers nicht am Stadtrat vorbeigeschieht. Deswegen haben wir einvernehmlich mit der SPD zusammen am Montag im Ausschuss für Finanzen gesagt, wir wollen hier ein Weisungsrecht des Stadtrates auch über die Geschäftsführerbestellung, Abbestellung, Mitglieder der Geschäftsführung machen. Ich habe ausdrücklich die Verwaltung gefragt. Es wurde bestätigt, dass es dazu keine rechtlichen Bedenken gibt. Wir wollen genau diese Regelung ganz sicher machen und wir wollen sie deswegen in den Gesellschaftsvertrag hineinschreiben. Das haben wir in dem Paragraph 14 der Änderung des Gesellschaftsvertrages geregelt. Und nun zum Hauptargument der SPD. Es sei ja leichter, aus einer GmbH und Co. KG Gewinne zu entnehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie unseren Antrag zur Kenntnis. Genau deswegen wollen wir eine Änderung in Paragraph 18 des Gesellschaftsvertrags der KG, indem wir die Entnahme von Gewinnanteilen für die Dauer von 10 Jahren Abgründung ausschließen. Wir wollen, dass das Geld, das erwirtschaftet wird, das durch die Fördermittel eingelegt wird, dass das dauerhaft dem sozialen Wohnungsbau in Dresden zur Verfügung steht. Wir wollen nicht einfach eine Kuh uns vom Freistaat mästen lassen, die wir dann in 3 oder 4 Jahren dann wieder schlachten, sondern das soll langfristig den Dresdnerinnen und Dresdnern, den Mieterinnen und Mietern zur Verfügung stehen. Und damit sage ich, Herr Avenarius, die Bedenken, die Sie hier noch einmal formuliert haben, genau diese Bedenken lösen wir mit unserem Änderungsantrag. Wir machen hier einen pragmatischen Vorschlag, wir machen einen genau abgewogenen Vorschlag und aus meiner Sicht besteht überhaupt keine Veranlassung, jetzt heute die Gründung der GmbH und Co. KG weiter aufzuschieben, weiter auf die lange Bank zu schieben, sondern jetzt müssen wir endlich mal zum Punkt kommen. Wir müssen der Vorlage mit unserem Änderungsantrag zustimmen und dann bin ich mir sehr sicher, dass wir eine sehr langfristige und sehr gute Entscheidung für die Dresdnerinnen und Dresdner getroffen haben. Vielen Dank. So, damit ist die Fraktionsrunde beendet. Weitere Wortmeldungen, Herr Green und dann Herr Zastrow.
Ja, meine Damen und Herren, ich hatte an sich nicht die Absicht, jetzt hier eine große Rede zu halten. Die habe ich nicht vorbereitet. Liegt eigentlich auch daran, weil ich mich nicht zum Steuer- oder Finanzexperten aufschwingen will, der ich nicht bin. Aber nachdem der Herr Schmählich nun versucht hat, die Menschen da oben auf der Tribüne und die Menschen am Livestream ganz schmählich zu belügen, muss ich doch hier hingehen und sagen, was sie machen, ist falsch. Und es ist vor allen Dingen dumm. Sie wissen doch, dass ich aufstehen kann und hier vorne mich hinstelle und sage, das, was der Herr Schmählich sagt, ist gelogen. Selbstverständlich hat nicht nur die linke Seite des Hauses, sondern haben auch wir Nationaldemokraten vom ersten Tag an gesagt, ja, wir sind für eine WOBA. Und selbstverständlich haben wir im Jahre 2006 uns mit aller Kraft dagegen eingesetzt, dass die alte WOBA verkauft wird. Und selbstverständlich, Herr Schmählich, haben wir im Jahr 2005 uns mit aller Energie gegen den Abriss gestemmt. Und nein, das war 2005. Und jetzt sage ich Ihnen etwas, was 12 Jahre her ist. Ich denke, da kann man doch mal die Geheimhaltung aufheben. Ich bin damals der Einzige gewesen, der am Aufsichtsrat der WOBA gegen den ersten Abriss der Sternhäuser, es war im Mai oder April 2005, war die Abstimmung gestimmt hat. Ihr alle Leute, alle Ihre, Grünen, Sozialdemokraten, Linke, alle die haben für den Abriss der Sternhäuser gestimmt. Schauen Sie rein, wer damals gewählt worden ist in den Aufsichtsrat der WOBA. Und es wäre mit der Stimme des Oberbürgermeisters 12-12 gewesen. Also, Herr Schmählich, lügen Sie die Leute nie an. Wir wissen es schon immer, der Pleitegeier muss von links und von rechts angeschossen werden, sonst weicht er nämlich aus. Wir sagen selbstverständlich Ja zum Bau. Wir hören uns das alles an, weil wir, wie gesagt, mit diesen schwierigen Finanzproblemen, GmbH oder GmbH, KKG, das wäre eine Anmaßung, sich dort irgendwie zu entscheiden. Das wollen wir nicht, sondern wir hören uns zu. Aber auf alle Fälle sind wir für sozialen Wohnungsbau, für die Menschen, die es nötig haben. Und jetzt noch ein Wort zu Ihnen, Herr Urban. Ich sage den Leuten immer wieder, warne die vor dieser komischen AfD, sie sind eine pseudo-rechte Rattentruppe. Denn jetzt haben sie es wieder mal gezeigt. Sie sind für die Reichen. Sie tun rechts und sind eigentlich für die Reichen. Und die ganzen Menschen, die es nötig haben, dass sie irgendwo unterstützt werden in ihrer Wohnung, weiß es eben nicht aus eigenem Kram. Für alle die haben sie überhaupt nichts zu tun. Die fragen mich nur, warum soll ich denn jetzt nicht die AfD wählen? Ich sage, weil die für die Reichen da sind. Natürlich mag es sein, dass privat effektiver baut. Aber es gibt nun mal Leute, die weder in effektiv noch in weniger effektiv gebauten Wohnraum ihn selber finanzieren können, sondern die auf die Hilfe angewiesen sind. Und deswegen sage ich den Menschen immer wieder, wenn ihr wirklich was ändern wollt in diesem Land, dann nicht diese komische Rattentruppe von AfD, sondern uns als NPD. Ich danke Ihnen. Als nächste Wortmeldung Herr Zastrow, dann Herr Blümel. Hier ist was los. Das wird eine gute Sitzung. Herr Oberbürgermeister Herr Sittel, lieber Herr Mattis, hätte der Markus Ulbich nicht so viel auf Ulbricht oder von mir aus auch auf Merkel gemacht, dann wäre ja womöglich Oberbürgermeister und Sie hätten ihn nicht zitieren müssen. So ist folgerichtig Dirk Hilbert Oberbürgermeister geworden und wir als Liberale sind in der Frage der WOBA immer schon ganz klar gewesen. Deswegen, lieber Herr Abenarius, Sie haben ja von der Ewigkeitsgarantie für das, was Sie heute gründen wollen, gesprochen. Wir dachten 2006 auch mal, dass dieser Wahnsinn, dass der Staat, die Stadt, die Kommune sich für schlauer hält als ein Unternehmer, mit der Privatisierung der WOBA vorbei ist. 10 Jahre hat es gehalten und ich gebe jede Wette ab. Auch das, was Sie heute hier beschließen, das ist nichts für die Ewigkeit, keineswegs. Natürlich vor allem deswegen, weil so wie Sie es machen, es natürlich nicht funktionieren wird. Ich habe die Debatte in den letzten Monaten schön mitverfolgt. Sie hatten aus meiner Sicht 3 wesentliche Dinge, um die es Ihnen gegangen ist. Zuletzt doch noch im Ausschuss. Das erste ist, wie können Sie möglichst garantieren, dass Sie als Stadträte, als Rot-Rot-Grün festlegen, wer Geschäftsführer wird?
Das war eine ganz entscheidende Frage in der Diskussion. Das Zweite ist gewesen, wie finanzieren Sie das Ding? Sie haben eine Finanzierung hingelegt, da wird er im Privater, wenn er zur Bank geht, niemals kreditwürdig sein. Was Sie hier treiben, ist so derart unseriös, das wissen Sie auch selbst. Weil natürlich wir alle, weder Sie noch ich, weiß, was nach 2019 in den Konstellationen, ob jetzt im Bund oder auch in Sachsen, dann in der Förderpolitik überhaupt stattfinden wird. Ob wir dann, wenn wir vielleicht auch mal schlechtere wirtschaftliche Zeiten erleben, es mal wieder anders ist und das Geld eben nicht mehr so fließt. Ansonsten, meine Damen und Herren, ging es Ihnen nur darum, möglichst Steuern zu sparen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Sie das, was Sie heute gründen, ob das überhaupt den Namen Wohnungsbauunternehmen verdient oder ob es nicht eigentlich nur ein Steuersparmodell ist. Liebe Kollegen, lieber Herr Mattis, ganz so leicht, wie Sie es gesagt haben, ist das nicht. Sie verurteilen doch immer diejenigen, die irgendwo die Spielräume unseres Steuersystems ausnutzen. Sie selber machen es vor. Der Staat muss doch Vorbild sein. Er darf doch zu allerletzt solche Modelle entwickeln. Wenn, dann muss er ehrlich sein, selbst wenn es nur die gerechte Hand sein sollte. Er muss es trotzdem vormachen, dass Sie hier sich zum größten Steuervermeider aufspielen. Der Staat und sonst kritisch auf den Privaten schauen. Ja, das ist unseriös, das machen wir nie und nimmer mit, meine Damen und Herren. Deswegen, liebe Kollegen von Links und Grünen, Ich mach das selbstverständlich, wobei ich mir sicher bin, wenn der Staat mir ein bisschen mehr lassen würde. Ich glaube, ich würde schlauere Dinge damit abstellen, als es manch Beamter und manche Verwaltung macht, meine Damen und Herren. Nur ein Grundsatz. Eine Frage haben Sie nicht beantwortet, warum wir das eigentlich brauchen. Ich bin der festen Überzeugung, dass all das, was Sie wollen, genauso auch unsere Genossenschaften schaffen, dass genauso das auch Private können. Sie haben das nämlich schon bewiesen, indem Sie Privaten auch Vorschriften gemacht haben, indem Sie gesagt haben, wenn du dort bauen willst, dann musst du einen bestimmten Anteil an Sozialwohnungen mitmachen. Das, was Sie machen, hat sich noch nicht mal die DDR getraut. Das, was Sie machen, Sie schaffen Ghettos, Sie schaffen Wohnblöcke mit einer homogenen Mieterstruktur. Homogen schwach, meine Damen und Herren. Was Sie machen, ist ein Vergehen an unserer Stadt. Denn das, was man eigentlich vernünftig im sozialen Wohnungsbau macht, wäre, dass Sie sagen, dort ein paar Sozialwohnungen, dort ein paar Sozialwohnungen, dort ein paar Sozialwohnungen. Das schaffen Sie nicht. Sie schaffen reine Quartiere, die am Ende nur für sozial Schwache sind. Und jetzt eine weitere Frage. Was machen Sie eigentlich, wenn jemand, der dort einzieht, die Kriterien, um in einer Sozialwohnung zu leben, nicht mehr erfüllt? Das müssen Sie doch kontrollieren. Da müssen Sie doch etwas tun. Wollen Sie ihn dann, weil er die Kriterien nicht mehr erfüllt, dazu zwingen, umzuziehen? Sollen dann neue Häuser gebaut werden? Das, was Sie machen, ist selbst aus sozialpolitischer Verantwortung heraus genau der falsche Weg. Wenn Sie es richtig machen, müssen Sie es mischen. Dann geben Sie den Genossenschaften, geben Sie den Privaten Aufträge, dort ein paar Sozialwohnungen, dort und wie es auch immer ist, wie wir es in den letzten Jahren gemacht haben. Aber das, was Sie machen, hat sich noch nicht mal die DDR getraut. Die hat bei ihren Plattenbaugebieten sehr sorgsam darauf geachtet, dass es sozial durchmischt ist, dass der Professor dort wohnt, wie auch der einfache Arbeiter dort wohnt. Diesen Regelsatz, dagegen verstoßen Sie. Und das ist das eigentliche Problem an Ihrer Vorlage. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Zastrow, wenn Sie so viel Kritik üben an der Vorlage Ihres Oberbürgermeisters, dann vermisse ich Ihre konstruktiven Änderungsvorschläge, weil es ist der von Ihnen favorisierte Oberbürgermeister, der genau diese Vorlage dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt hat. Diesen Widerspruch haben Sie nicht aufgeklärt. Zum Thema unseres Änderungsantrages. Ich möchte das nochmal in sachlicher Form hier begründen, weil hier heute schon viel Polemik geübt wurde, viele Unterstellungen getan wurden. Wir haben uns, und das haben wir seitdem dieses Gutachten vorliegt, nämlich seit Mitte vergangenen Jahres, mit diesem
Thema Rechtsform und dieser Vorlage insgesamt intensiv auseinandergesetzt. Wir haben bereits im vergangenen Jahr dazu externe Beratung uns auch eingeholt. Und bereits in dieser ersten Beratung, die wir hatten, wurde uns nahegelegt, doch nochmal genauer hinzusehen und zu fragen, warum genau diese Rechtsform, die eher untypisch ist für Wohnungsunternehmen in Deutschland, vorgeschlagen wird. So, und dann haben wir einfach diese Vorlage, nachdem sie in den Ausschüssen gewesen ist, nachdem auch zu Recht die Kollegen der Grünen ja öffentlich das thematisiert haben, dass es viele kritische und kritikwürdige Punkte gibt, diese Beratung vertieft, intensiviert und danach eine Abwägung vorgenommen. Und genau die gleiche Abwägung habe ich am 26. Januar in der Zeitung gelesen von Frau Kaufmann. Sie hat nämlich in den DNN ausgeführt, es gibt eine Abwägung zwischen zwei geeigneten Rechtsformen, zwischen der GmbH und der GmbH und Co. KG. Und der entscheidende Vorteil der GmbH und Co. KG, so sie in diesem Zeitungsinterview, ist das Steuersparen bei der Gründung. Und wir kommen in der Abwägung zu der Entscheidung, dass der Gründungsakt allein natürlich in diesem Modell günstiger ist. Aber wir sind der Meinung, man muss bei einer Gesellschaft, die man für einen langen Zeitraum gründet, eben gucken, was ist über die Zeit der richtige Weg, was ist dauerhaft sozusagen das richtige Modell. Und da kommen wir eben zu einer anderen Abwägung als andere in diesem Stadtrat. Das sozusagen jetzt zu thematisieren, als sei das überraschend, ist völlig neben der Sache, weil wir es öffentlich gesagt haben. So wie die Kollegen der Grünen im vergangenen Jahr im Sommer eine Aktiengesellschaft vorgeschlagen haben als Rechtsform, wie sie lange über eine GmbH öffentlich diskutiert und debattiert haben und jetzt völlig legitim zu einer anderen Entscheidung gekommen sind, nämlich die Vorlage mitzutragen. Das kritisieren wir nicht. Das ist Ihre Abwägung, das ist legitim und vollkommen nachvollziehbar. Es ist eine geeignete Rechtsform, das stellen wir gar nicht in Frage. Aber wir bewerten eben die Rechtsform etwas anders. Und das, bitteschön, soll man uns doch nicht zum Vorwurf machen. Das ist eine sachliche Abwägung, das ist keine politische Frage, welche Rechtsform diese Gesellschaft hat. Es jetzt zur politischen Frage hochzustilisieren, erschließt sich mir nicht, welchen Zweck und welchen Nutzen das für diese Gesellschaft haben soll. Man kann doch in diesem Stadtrat Sachfragen sachlich diskutieren, man kann sachliche Vorschläge machen und dann stimmt dieser Stadtrat diese demokratisch gewählten Stadträtinnen und Stadträte darüber ab. Und dann wird man sehen, wer die besseren und überzeugenderen Argumente hat. Deswegen den gesamten Vorgang in Frage zu stellen, halte ich für absurd. Das ist aus meiner Sicht ein Vorgehen, was von der Sache abweicht. Es hat mit der Sache nichts zu tun. Und deswegen werden wir unseren sachlich begründeten Antrag aufrechterhalten. Und dann werden wir sehen, was passiert. Und wir haben es bereits öffentlich angekündigt. Wenn wir in der Sache unterliegen, dann werden wir nicht die Sache an und für sich in Frage stellen, weil wir überzeugt sind, dass die WOBA eine vernünftige und nützliche Einrichtung für diese Stadt ist. Mein Fraktionsvorsitzender hat auch erklärt, sie löst nicht alle Probleme. Das hat auch der Kollege Schmählich sehr zutreffend nochmal beschrieben. Aber sie ist ein wichtiger Baustein. Und Herr Zastrow, dann widerspreche ich Ihnen. Wenn es so wäre, dass der Markt das regelt, dann zeigen Sie mir doch bitte schön diejenigen Genossenschaften und Privaten, die in den letzten 5 Jahren sozialen Wohnungsbau betrieben haben oder in den letzten 10 Jahren oder in den letzten 20 Jahren. Die werden Sie nicht finden, weil es der Markt eben nicht geregelt hat. Und deswegen bedarf es hier staatlichen Eingreifens, staatlicher Engagements. Und das ist im Übrigen in der Bundesrepublik Deutschland eine langjährige, gute Tradition. Denn nur so wurde nach dem Krieg das Wohnungsproblem in Deutschland überhaupt westgelöst. Und deswegen, glaube ich, machen wir heute den richtigen Schritt, wenn wir dieses Unternehmen beschließen. Und über die einzelne Sachfrage, Rechtsform, stimmen wir einfach ab am Ende. Und dann wird sich zeigen, wer mit seinen Argumenten durchgedrungen ist. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich möchte an das anknüpfen, was Herr Zastrow gerade gesagt hat. Niemand wehrt sich doch dagegen, dass wir sozialen Wohnungsbau brauchen, dass wir Sozialbedürftige in unserer Stadt haben, die eine bezahlbare Miete
brauchen, um sich angemessenen Wohnraum verschaffen zu können. Nur der Punkt an der Sache, ich muss da doch eine ganzheitliche Betrachtung machen. Und die Schwierigkeit einer städtischen Wohnungsgesellschaft ist doch die, dass sie den Aspekt des Mietrechts bei ihrer gesamten Argumentation völlig ausblenden. Und Herr Blümel, das, was Sie gesagt haben, jahrzehntealte Tradition, das ist natürlich richtig. Das Mittel, über städtisches Wohnungseigentum sozialverträgliche Mieten halten zu können und dann auch das Angebot dafür aufrechtzuerhalten, setzt voraus, letzten Endes, dass ich einen Mieter, der die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt, auch ohne weiteres kündigen kann. Meine Damen und Herren, das ist seit langer Zeit, Gott sei Dank, nicht mehr zulässig. Das heißt, es passiert doch jetzt genau das, wenn Sie Wohnungen bauen, dann haben Sie ein paar Wohnungen, 800 Wohnungen sind ein paar im Vergleich zu der Gesamtwohnungssituation, die wir in Dresden haben, dann sind die belegt. Und wenn, was wir alle wünschen, denke ich doch, diejenigen, die dort wohnen, persönlich und auch beruflich erfolgreich sind, dann auch entsprechend verdienen, die Kriterien nicht mehr erfüllen, dann bleiben die aber da drin. Das ist der Sinn einer Fehlbelegungsabgabe. Da ist man auch nicht dazu gekommen. Das heißt, ich habe dann möglicherweise, was wir uns doch hoffentlich alle wünschen, über einen mehr oder weniger kurzen Zeitraum die Wohnungen mit Personen belegt, die die Kriterien nicht erfüllen. Dann ist das, was Sie allerdings sozialpolitisch wollen und was wir, denke ich, sozialpolitisch alle wollen, verpufft. Und das ist unsere Argumentation. Sie nehmen einen irrsinnigen Batzen Geld in die Hand mit einem über den Zeitraum, Sie wollen es ja über 100 Jahre dann machen, erfolgreich sind, für ein Strohfeuer. Und das war die Situation, die uns ja damals zum Verkauf der WOBA bewogen hat, im Gegenzug, dass wir ein Sozialprogramm machen, dass wir Belegungsrechte haben, meine Damen und Herren. Und um genau diesen Aspekt des Mietrechts mit einzubeziehen, wäre es viel sinnvoller, ein Projekt in die Hand zu nehmen, um dynamische Belegungsrechte zu haben. Das heißt, wenn eine Wohnung fehlbelegt ist, in Anführungszeichen, also unter diesen Kriterien, weil sie Gott sei Dank wirtschaftlich die Mieter in eine bessere Situation gekommen sind, dann zu sagen, diese Wohnung fällt aus dem Potenzial heraus, was an Fehlbelegung, was an Belegungsrecht da ist, dann musst du mir eine andere Wohnung bieten. Das hat außerdem die Wirkung, dass ich dann genau die Durchmischung, die Herr Zastrow völlig zu Recht hat, eben machen kann. Ich habe dann nicht monolithische Blocks, die dann drohen, auch aus städtebaulichen Gründen und aus sozialpolitischen Gründen. Alles, was wir hier an anderer Stelle längst beredet haben, dass wir genau das vermeiden wollen. Deswegen ist Ihr Konzept völlig falsch. Und das nochmal an die Linken. Das war Ihren Vorgängern im Stadtrat, jedenfalls eine Mehrheit, war das einsichtig. Ja, und deswegen hat nämlich die Linke seinerzeit mit wenigstens der Hälfte ihrer Abgeordneten dafür gestimmt, aus genau diesen und aus wohlerwogenen sozialpolitischen Gründen die WOBA zu verkaufen, damit wir schuldenfrei sind, damit wir Belegungsrechte haben und damit wir genau den Bedürftigen helfen können, auf die es ankommt. Meine Damen und Herren, die WOBA ist ein Konzept von vorgestern. Sie verbrennt sozialpolitisch Geld, das anders viel vernünftiger eingesetzt werden könnte. Und deswegen, weil es ein Groschengrab ist, um es mal so zu sagen, deswegen lehnen wir das ab. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Wirz. Bitte schön. Und dann Herr Schmählich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir sind mit einer aktuellen Stunde der SPD gestartet und sind inzwischen in einer Märchenstunde der CDU angekommen. Es wird uns hier unverfroren vorgeworfen, obwohl das noch gar nicht dran ist, dass die linke Seite des Stadtrates verantwortlich wäre für die Kostensteigerung, für die Kostenexplosion beim Kulturpalast. Der Kulturpalast mit dem Umbau der Herkuleskeule, dem Einbau der Herkuleskeule und dem Konzertsaal ist ein Ur-CDU-Projekt und schon immer hat die Linke davor gewarnt, dass eben nicht, wie kolportiert worden ist, eine Sanierung im Bestand
genauso teuer ist wie dieser komplexe Umbau. Und diese Millionen fallen uns dann gerade auf die Füße. Aber das wird noch später am Abend hier zu verhandeln sein. Unverfroren finde ich es, wie hier eigentlich wieder besseren Wissens falsche Tatsachen behauptet werden. Es wird hier rot-rot-grün vorgeworfen, wir würden nicht alle Instrumente nutzen, sondern nur auf eins schauen, nämlich auf eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Und Herr Flemming lässt sich hier in der DNN von heute zitieren mit, ich zitiere wörtlich, wir unterstützen die Strategie, private Bauherren dazu zu verpflichten, einen Anteil von Sozialwohnungen bei ihren Vorhaben zu errichten. Meine Damen und Herren, das Zitat ist hier zu Ende. In den letzten 2,5 Jahren, seit Rot-Rot-Grün hier eine Mehrheit hat, ist es überhaupt das erste Mal seit über 20 Jahren, dass Bauherren verpflichtet wären, Sozialwohnungen zu errichten zu einem gewissen Prozentsatz, nämlich wenn sie Grundstücke der Stadt erwerben wollen und wenn sie Bebauungspläne erreichen wollen von der Stadt. Und wer hat das aber hier beschließen lassen und beantragt und auch durchgesetzt? Und zwar gegen die Stimmen von AfD, FDP und CDU. Das war Rot-Rot-Grün. Das war Rot-Rot-Grün. Sie warnen uns hier davor, Armen-Ghettos zu erzeugen. Dabei sind Sie dabei, mit Ihrer Politik reichen Ghettos erzeugen zu wollen. Ihnen ist es recht, wenn hier 10 Euro pro Quadratmeter kalt aufgerufen werden, die sich die mittleren und niedrigen Einkommen in Dresden nimmer mehr leisten können. Wir werden weiter auch bei Bebauungsplänen im Bauausschuss darauf achten, dass bei Wohnungsbauvorhaben die Bauträger, die Projektinteressierten, die Projektträger verpflichtet werden, in den städtebaulichen Verträgen und auch in den Textfassungen der Bebauungspläne, dass sie sozialen Wohnungsbau treiben müssen. Insofern weise ich das hier in aller Form und aller auch Erbitterung zurück, dass hier diese falschen Tatsachen behauptet werden, wir würden nur ein Werkzeug nutzen. Das nächste sind die Genossenschaften. Meine Damen und Herren, die Genossenschaften haben sich in den letzten Jahren geweigert, Hartz-IV-Empfänger in ihre Gemeinschaften aufzunehmen. Selbst wenn ihnen die Genossenschaftseinlagen erstattet worden wären oder vorgestreckt worden wären von den Ämtern. Und da sagen wir, haben wir Gesprächsbedarf mit den Genossenschaften, weil es nicht sein kann, dass die Genossenschaften sich hier abschirmen. Auch da werden wir mit den Genossenschaften in das Gespräch treten. Und ich sehe auch nicht, dass die Neubauvorhaben der Genossenschaften, zum Beispiel Heidenstraße oder auch in der Südvorstadt, sozialverträgliche Mieten haben. Sie rufen auch die Spitzenmieten ab. Und das ist für eine Mehrheit der Dresdnerinnen und Dresdner nicht zu bezahlen. Als nächster Redner Herr Schmelich. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich stelle mir die Frage, warum in der Debatte um kommunalen Wohnungsbau Dresden offensichtlich abermals ein gallisches Dorf ist. Es gibt keine Großstadt in ganz Deutschland, die auf das Instrument sozialen Wohnungsbaus verzichtet. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass diejenigen, die mit Herr Zastrow, Sie haben da heute mal wieder die erste Reihe eingenommen, polemisieren. Ich sage auch mal puren Blödsinn erzählen, weil alles das, was wir heute tun, nämlich die Gründung dieser Gesellschaft, hat mit dem, was Sie da an die Wand malen, nichts zu tun. Das Konzept, wie wir Wohnungen bauen, haben wir noch gar nicht beschlossen. Wir wollen das im Übrigen über ein soziales Wohnraumprogramm, welches wir auch in dem Gesellschaftsvertrag verankern wollen, dass danach dies gebaut wird, in der Tat diskutieren und festlegen. Niemand hat gesagt, dass wir Riesenblöcke bauen wollen, wo nur Menschen mit Berechtigungsschein reinkommen. Sie malen also Dinge an die Wand, die einfach nur ihrer eigenen Fantasie entspringen, aber nichts mit dieser Gesellschaft zu tun haben. Und deshalb scheint es mir einfach, dass Sie wahrscheinlich jede Form von WOBA oder Wohnungsgesellschaftsgründung als eine späte Rache für den Verkauf der damaligen WOBA betrachten. Ich sage Ihnen, selbst wenn man damals, ich sage das ganz bewusst so, selbst wenn man damals den Verkauf für richtig gefunden hat, weil der Wohnungsmarkt in Dresden auch ein anderer war, kann man mit voller Überzeugung heute zu dem Ergebnis kommen, dass es richtig ist, wieder mit dem Wohnungsbau zu beginnen. Und wenn ich mir dann das anhöre, was Sie, Herr Brauns, gesagt haben,
Ich würde mir wünschen, dass wir mal eine fachliche Debatte dazu führen, dass Sie sich mit dem Thema Wohnungsbau auseinandersetzen. Belegungsrechte. Wir kaufen lieber Belegungsrechte. Um die Belegungsrechte, die gegenwärtig wir bei der Vonovia haben, Klammer auf, die laufen spätestens 2035 aus, in gleichem Umfang uns auf dem Markt zu kaufen. Wie teuer ist das denn, Herr Braun? Haben Sie es mal ausgerechnet? 80 Millionen nach gegenwärtigen Marktpreisen. 80 Millionen müssen wir alleine dafür aufbringen aus Steuermitteln, um für 10 Jahre lang weitere Belegungsrechte zu haben. Und da sage ich mal, ist es ein gutes Mittel, wenn wir bis dahin alles dran setzen, einen vernünftigen Bestand städtischen Wohnraums aufzubauen. Und glauben Sie denn, dass der Freistaat so doof ist und im Grunde genommen einfach Dresden Geld schenkt, weil es nicht nötig ist? Wir mussten nachweisen, dass die Kriterien hier erfüllt werden. Und deshalb im Grunde genommen steht Dresden jetzt zur Verfügung. Und wo sind denn übrigens, Herr Flemming, ich habe Ihren Beitrag übrigens, möchte ich ausdrücklich loben, weil er von einer großen Sachlichkeit geprägt ist, von dem sonst Beiträge aus Ihrer Fraktion, was dieses Thema angeht, nicht geprägt ist. Aber der Satz, Private könnten, da sage ich aber mal, wo sind denn die Privaten? Die öffentlichen Fördermittel, die jetzt zur Verfügung stehen, stehen allen zur Verfügung. Sie müssten doch momentan uns die Bude einrennen und sagen, wir wollen sozialen Wohnungsbau betreiben. Nein, wahrscheinlich werden wir die Einzigen sein, die am Ende sozusagen diese Mittel abrufen. Und von daher sage ich mal, wir müssen das Instrument in die Hand nehmen. Lassen Sie uns dann im Grunde genommen das Beste daraus machen und gemeinsam mit diesem Stadtrat dazu auch Konzepte einer sozialen Wohnraumentwicklung in dieser Stadt entwickeln. Dankeschön. So, jetzt habe ich weitere Wortmeldungen, Herr Gielke und dann Herr Zastrow. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Wir reden hier über so viele schöne Dinge. Vielleicht soll man es noch mal ein bisschen näher betrachten. Und zwar Baukosten und Unterhaltskosten und Mieteinnahmen sind in einem sehr, sehr unterschiedlichen Verhältnis. Dieses unterschiedliche Verhältnis kann nur ausgeglichen werden durch Subventionen. Vielleicht wäre das auch gleich ein Vorschlag für den Namen, der noch gesucht wird, Subventionshaus Dresden. Warum nicht? Was soll denn erreicht werden? Es soll erreicht werden, dass Menschen, die eine soziale Situation, eine schwierige Situation haben, gefördert werden, dass sie auch eine Möglichkeit haben, eine Wohnung zu haben. Dies könnte man zum Beispiel auch mit Wohngeld erreichen. Ein Wohngeld hat den Effekt, dass die Leute, die keine Berechtigung mehr haben, dann dieses Wohngeld nicht mehr zur Verfügung haben. Das heißt also, die staatliche Subvention des Wohnens ist damit dann hinfällig. Wie an dieser Stelle schon häufig von mir erwähnt, haben Sie schon über 1.000 Wohnungen weggewischt, indem Anträge, große Anträge, einfach abgelehnt wurden. Diese 1.000 Wohnungen mit ihren 15% sozialen Wohnungsbau, der dabei gewesen wäre, also 150 Wohnungen, die hätte man haben können, sind weg. Gibt es einfach nicht. Die wären Mitte dieses Jahres fertig gewesen. Gut, wollen Sie nicht. Auf der einen Seite sagen Sie dann immer die bösen Mietheier. Sie verknappen aber selber den Markt. Gut. Und was mich jetzt ein bisschen erstaunt hat, Herr Schmählich, Sie sprachen davon, die Gebäude sind doch nicht nur für den sozialen Wohnungsbau. Wie viel Prozent hatten Sie denn davor, für den sozialen Wohnungsbau zu verwenden? Schade eigentlich, dass Sie darauf keine Antwort gegeben haben. Also wem nutzt die WOBA eigentlich wirklich? Da könnte unter Umständen der Änderungsantrag der Grünen ein Ergebnis oder eine Antwort sein. Da kennt jemand, der jemand kennt, der einen Job braucht. Könnte sein. Unter anderem hat doch der Herr Avenarius heute schon davon gesprochen, dass es ein großes Projekt ist. Vielleicht will man sich ja besonders in die Stadtgeschichte hineinschreiben. Wir haben schon markante Projekte in Dresden gehabt, ob das die A17 war oder die Waldschlösschenbrücke. Beide große Projekte wurden vom Bürger entschieden. Ich erinnere mich daran, dass die SPD mal gesagt hat, man will doch mehr Bürgerentscheide machen. Warum wird bei diesem großen, markanten Projekt kein Bürgerentscheid gemacht? Es ist schade, dass es das nicht gibt. Vor allem dann, wenn das von Parteien und Fraktionen kommt, die immer davon hinweisen, dass sie doch so demokratisch sind, nutzen dieses demokratische Mittel nicht. Was es sehr schade ist, denn die Dresdner könnten da ruhig sich dran beteiligen. Sie hätten auch ein Recht dazu. Allerdings
bin ich mir manchmal nicht sicher, sind Sie wirklich alle so sehr hinter dieser WOPA? Stecken Sie wirklich alle dahinter? Das können wir heute gleich mal sehen. Wir werden es heute mal erleben, wie sehr Sie dahinter stecken. Herr Oberbürgermeister, hier möchte ich an dieser Stelle beantragen, dass wir diesen Tagesordnungspunkt namentlich abstimmen. Ich weiß, dass das dann nachher gefragt wird, ob wir das wollen. Sie können ja dann zeigen, stehen Sie wirklich dazu oder verstecken Sie sich doch lieber in der Gruppe. Es gibt unterm Strich zur WOPA ein schönes Fazit. Wir brauchen keine WOPA, wir brauchen verantwortungsvolle Stadträte. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Zastrow, dann Herr Fleming. Ausnahmsweise heute noch mal ein kleiner Nachschlag. Wir werden ja so oft dann die Debatte hier wahrscheinlich zu dem Thema nicht mehr führen. Lieber Herr Schmählich, mit dem Widerspruch müssen Sie leben und der ist ganz, ganz fachlich. Und zwar streng fachlich. Sie wollen hier mit den wohnungspolitischen Konzepten der 70er Jahre in Dresden in die Zukunft gehen. Sie wollen mit den Konzepten aus Ihrer alten Heimat die Zukunft Dresdens gestalten. Apropos neue Heimat, gutes Beispiel. Sie wissen, wie das ausgeht. Und genau das wollen wir nicht. Wir sind in Dresden, Herr Schmählich, wir sind in Dresden nicht umsonst das gallische Dorf, weil wir eben genau die Zustände, die Sie ja kennen, in denen sind Sie groß geworden, die Zustände in West-Berlin, in Hamburg-Billstedt, in Duisburg hier nicht haben wollen. Deswegen setzen wir auf anderen sozialen Wohnungsbau. Sie kopieren genau das, wo jeder in Deutschland weiß, dass es schiefgegangen ist. Da sind die Ghettos entstanden. Da sind genau diese Monostrukturen entstanden, die heute auch zu den sozialen Problemen geführt haben. Genau das machen Sie. Sie erfinden gar nichts Neues. Sie kopieren den Mist aus dem Westen, den wir hier einfach nicht haben wollen, meine Damen und Herren. So, und Sie müssen... Ja, Frau Fiusjene, ganz viele von Ihnen müssen es doch kennen. Also beim besten Willen, das kennen Sie doch. Das wissen Sie doch selbst von früher. So, und dann nehmen Sie die Fakten zur Kenntnis. Ich frage das ja regelmäßig ab und die kleinen Anfragen können Sie auch lesen. Wir haben, meine letzte Anfrage, gut, das ist nicht mehr aus den letzten zwei Monaten, sondern vom Ende letzten Jahres, aber da hatten wir 477 Wohnungen mit Belegungsrechten frei. Frei, nochmal, die hatten wir frei. Sie kennen die Durchschnittspreise oder die Mietpreise, ab denen unsere Genossenschaften anbieten. Sie kennen auch die Angebote unserer Genossenschaften. Sie haben den Grundstücke weggenommen. Die hätten super schon längst bauen können, haben sie nicht gewollt. Nehmen Sie die Fakten zur Kenntnis. Sie können, wie es leider neue Kanzlerkandidat Schulz ja auch macht, einen riesen Popanz an die Wand malen und hier die Panik und die Not herbeireden. Die Wahrheit in Dresden sieht Gott sei Dank anders aus. Und das hat was eben auch mit unserer Wohnungspolitik und mit der sozialen Wohnungspolitik in dieser Stadt in den letzten Jahren zu tun. Deswegen machen Sie den Mist bitte nicht. Nächster Redner, Herr Fleming. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, weil ich konkret angesprochen worden bin, es ist natürlich ein Märchen, was der Herr Wirz hier verbreitet, dass die CDU kategorisch und permanent und unbedingt gegen die Beteiligung von institutionellen Bauherren am sozialen Wohnungsbau ist. Wir sind es aber unter bestimmten Bedingungen und die waren bis jetzt so. Es ist natürlich nicht jedes Projekt aus unserer Sicht geeignet, zwingend Sozialwohnungen beinhalten zu müssen. Wenn ich da an Filetgrundstücke erster Lage in Dresden denke, wo ja dann auch die Stadt nicht zimperlich ist, entsprechende Grundstückspreise aufzurufen, da muss man schon überlegen, ob man nun permanent, also ob man unbedingt in jedem Projekt Sozialwohnungen haben muss. Die allermeisten Projekte sind geeignet dafür, einen Anteil Sozialwohnungen auch zu beinhalten. So, und dann darf man aber wiederum nicht ihren Tunnelblick haben, insbesondere den der Linken, dass diese institutionellen Anleger, Investoren, dass das alles nur hemmungslose Miethaie sind und skrupellose Spekulanten, die doch dann mal diesen Anteil an Sozialwohnungen aus ihrem eigenen Portemonnaie finanzieren sollen. Ja, das ist nämlich ihre Einstellung. Und so ist das bis jetzt auch gehandhabt worden. Bis jetzt hatten ja die Bauern überhaupt keine Möglichkeit, Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Und das ist jetzt anders. Jetzt gibt es diese Fördermittel und jetzt kann es durchaus ein interessantes Geschäftsmodell sein für Anleger, für institutionelle Bauherren, auch bestimmte Anteile an
staatlich subventionierten sozialen Wohnungsbau zu errichten. Und nur, das kann nicht mit Zwang passieren. Wir sind da eher für Motivation und für Überzeugung und so werden wir in Zukunft auch agieren. Ich wollte sagen, ich habe den seltenen Moment, wo ich keine weitere Wortmeldung habe, aber Herr Dr. Brauns. Ganz groß, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Herr Schmelig. Sie haben mir das beste Beispiel geliefert und eigentlich, wenn Sie in den Spiegel gucken, müssen Sie es auch merken, dass Sie den ganzen Unsinn dieser Vorlage eben gerade dargestellt haben. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, würden nach dem heutigen Wert die 10.000 Belegungsrechte 80 Millionen kosten. Dann rechnen Sie doch mal. Wenn Sie sagen, ein Belegungsrecht gleich eine Wohnung, Sie machen jetzt gerade ein Programm, der schon nach Ihren Kosten das Doppelte kostet. Wenn wir also Belegungsrechte von dem Geld, was Sie einsetzen wollen, kommen, dann würden wir sofort die doppelte Anzahl von Sozialwohnungen, wenn man so will, oder Wohnungen bekommen, die man an Sozialbedürftige machen kann. Das werden Sie nie erreichen und wir würden es dauerhaft machen. Herr Schmelig, vielen Dank. Sie haben den Unsinn dieser Vorlage selber hier in nicht zu überbietender Deutlichkeit dargelegt. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, ich habe tatsächlich im Moment erstmal keine weiteren Wortmeldungen. Das könnte dann die Chance bieten, dass wir in die Abstimmung eintreten. Vor dieser. Nicht ganz so aufgeregt gleich. Vor der Abstimmung war eine Auszeit gewünscht gewesen, die ich natürlich dann auch durchführen würde. Wir haben im Moment Anträge, das will ich vor der Auszeit noch mal mit auf den Weg geben. Das bietet sich ja an, sodass man dann vielleicht aus der Auszeit mit abstimmungsfähigen Meinungsbildungen zurückkommt. Einen Änderungsantrag der SPD. Hier ist punktweise Abstimmung gewünscht gewesen. Ich sehe es so, dass wenn der SPD-Antrag eine Mehrheit bekäme, der Antrag der Grünen obsolet ist. Sollte es dennoch irgendwann etwas geben, in dem Fall müssten Sie mir es danach signalisieren, damit wir das entsprechend behandeln können. Es gibt einen Ergänzungsantrag der AfD, den ich dann auch abstimmen würde. Es gibt den Antrag der AfD auf namentliche Abstimmung, über den müsste man abstimmen, ob es namentlich sein soll. Ich würde das interpretieren für die Gesamtendabstimmung. Genau. Und dann liegt mir schon ein Hilfsantrag vor. Sollte alles an Änderungsanträgen und dann am Ende der Ausschussbericht keine Mehrheit bekommen, dann muss ja über den die Vorlage abgestimmt werden. Und zu dieser Vorlage habe ich einen Hilfsantrag vorliegen, der zwar noch nie eingebracht ist, wird es aber schon mal signalisieren, weil ich vermute, dass er dann dargeboten würde. Und wir dann diesen abstimmen und dann über die geänderte Vorlage. Also doch relativ kompliziert. Deswegen würde ich Ihnen einen Vorschlag unterbreiten. Es ist beantragt worden, jetzt eine Auszeit zu machen. Und da wir schon sehr spät sind, dass wir die Auszeit vielleicht an dieser Stelle verknüpfen mit der Pause und uns in, jetzt haben wir es 15, Dreiviertel wieder treffen und dann in die Abstimmung eintreten, sodass Sie nochmal Zeit haben, auch nochmal zu sortieren und gegebenenfalls andere Anträge zu stellen. Wir können es auch jetzt Auszeit machen und dann weitermachen, mir egal. Aber ich glaube, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn Sie noch mal Zeit haben, miteinander zu sprechen. Jetzt gab es Wortmeldung, Herr Avenayos. Von wem kommt der Hilfsantrag? Ich habe jetzt den Hilfsantrag, den würde ich dann auch bitten, dass er dann vielleicht vorbereitet wird von Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Das müsste dann ausgereicht werden. Also, sind Sie mit meinem Vorschlag einverstanden, dass wir jetzt die Auszeit kombinieren mit der Pausenzeit? Habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Nur 20 Minuten insgesamt? Haben Sie 19:45 gesagt? Was?
habe ich. Genau, ich habe jetzt nie auf die Uhr hier dieser Anlage geschaut, sondern auf meine Uhr. Wenn wir das jetzt auf diese Uhr hier nehmen, dann wäre es 19, jetzt bald 25, dann würde ich sagen 1955 nach der Uhr des Saal Mikrofonanlage. Und in der Zwischenzeit würde ich dafür sorgen, sofern gewollt von den Antragstellern, nein, ist noch nicht gewollt, sondern müsste dann später eingebracht werden. Ich signalisiere nur, dass es da sein könnte, dass es dann vielleicht nochmal Auszeit gibt. Also jetzt Pause bis 19:55, dann steigen wir in die Abstimmung ein.